Servus, du bärische Rotkartoffel da draußen vor dem PC, in Laptop und TV. Wir spielen Folge 89 von Elex. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Letztes Mal hatten wir ein Interview mit Ray. Den können wir noch ein bisschen unterstützen dann mit der Cindy hier, die gerade vorbeistaxelt. Und ja, Kit ist hier. Das wollte ich jetzt nicht, aber es war cool. Dankeschön. Entschuldigung, aber er ist tot. Hey, Hank. Das war jetzt aber unnötig, hm? Wenn du was von den Mädels willst, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Du bist vor kurzem durch die Wüste gestreift. Mit nichts auf der Naht. Und da musstest du das fressen, was du am Wegesrand auflesen konntest. Wie Schnaps zum Beispiel, ne? Genau. Du hast Kit getötet. Ganz richtig. Ich hatte keine andere Wahl. Und wenn du mitbekommen hast, warum, dann solltest du unbedingt die Schnauze halten. Sonst passiert mit dir das Gleiche. Alles klar? Ach, der arme Kerl, ey. Das hat er nicht verdient. Das hat er nicht verdient. Ah. Ich hab deine Warenkisten von der Karawane. Das ist ja schon immerhin etwas. Aber du Idiot hast zugelassen, dass Kit hier ins Lager gekommen ist. Und jetzt verschwinde. Und du hast ihn umgebracht. Bist du der Koch hier? Ich? Der Koch? Im Leben nicht. Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Und das machte du ganz ohne Gegenleistung. Und woher bekommt ihr das gute Zeug? Und das macht der Duke ganz ohne Gegenleistung? Natürlich. Ich könnte zwar sagen, dass ein voller Magen nicht rebelliert oder auf dumme Gedanken kommt, aber ich will ja nicht die Großzügigkeit unseres Anführers untergraben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm. Da war die nette Dame, die Martha in Ignaton, ein bisschen freundlicher als der Zippel da. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Nicht ganz, aber das können wir dann später nochmal machen. Nicht wahr, Mäuschen? Andy, ich finde diese Frisur auch schon sexy eigentlich. Ich mag sowas, ist tatsächlich so. Dass diese Frisur so schon hübsch. Also gefällt mir halt. Oh Mann. Ach, jetzt zeige ich euch auch noch was sehr Schönes. Es kommt der innere Teufel aus mir heraus. Verschwinde, aber sofort. Ja, ich... Na, endlich hast du mir keinen Clou. Ja. So. Hier auf dem Stuhl. Mit hier einer Klammer hier. In Ohren weghören, gell? Ein bisschen an den Nippeln ziehen. Strecken. Ja. Oh. Da fällt einem ganz schön was ein. Da fällt einem was ein. Und hier ist ein bisschen Rotlicht dazu. Ein bisschen kuschelig. Lauschig. Für schöne Stündchen. Ja. Gell? Schick. Aha. Na, schauen wir mal. Wo ist denn dieses schöne Versteck? Liebesversteck. Cindy hat mir einen Liebesversteck vorhin erzählt und mir die Koordinaten gegeben. Ich sollte mir mal angucken, was da zu holen ist. Ein großer Elixitbeutel jeweils. Boah, komm. Ihr habt's den Po offen. Okay. Die Mutprobe. Tawar macht Spielchen. Big Jim. Dass die Zeit für Machtwechsel gekommen ist. Ray. Ach, William. Und Ray. Big Jim. Ja, genau. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Da gibt es ja hier noch so einiges mit den Leuten, die wir noch gar nicht gesprochen haben und vielleicht doch irgendwann mal sprechen wollen.
Der, glaube ich, spricht uns so an. Der Cutter. Halt! Nicht so schnell! Was willst du hier im Vor? Ich schau mich nur um. Das geht dich nicht an. Ich will mich euch anschließen. Spike am dem Tor macht Probleme. Spike am anderen Tor macht Probleme. Versucht er, dir etwa Splitter abzuknöpfen? Ja. Er war ein Handlanger von Baxter und wird vom Duke nur geduldet. Aha. Niemand hier will sich mit ihm anlegen. Nicht einmal William unternimmt etwas gegen ihn. Bezahl ihn oder geh ihm aus dem Weg. Deine Entscheidung. Meine Aufgabe ist es, alle Leute aufzuhalten, die nach Ärger aussehen. Aber du siehst nicht schlimmer aus als die meisten anderen hier. Hey, danke. Außerdem habe ich keine Lust auf Stress und würde am liebsten einfach nur in der Sonne Ich bin hübsch mit meiner Platze. Von daher kannst du dich hier frei bewegen, wenn es nach mir geht. Ich bin hübsch, ja. Was gibt es vorzusehen? Was machst du hier, wenn du sowieso jeden durchlässt? Tja, das frage ich mich auch. Der Konverter steht auf der anderen Seite des Lagers. Hier kommt sowieso nie jemand durch. Meine Arbeit könnte auch ein Roboter erledigen. Also, wenn du zufällig auf deinem Weg einem Roboter begegnest, der gerne Tore bewacht, schick ihn zu mir. Na, wahrscheinlich kriegst du das sicher als Mission. Bezahl mich und ich besorge dir einen Roboter. Was hat deine Aufgabe hier mit dem Konverter zu tun? Wenn die Alps angreifen, dann mit Sicherheit von dort, wo sie ihren Konverter stehen haben. Immerhin wollen sie doch einen schönen kurzen Weg, wenn sie unsere Männer verschleppen, um ihnen im Konverter das Elex auszusaugen. Deswegen ist das Tor drüben so gut gesichert. Durch das Tor hier kommt nie jemand. Fast schon sinnlos, es zu bewachen. Wie gesagt, eigentlich die Aufgabe eines Roboters. Bezahl mich und ich besorg dir einen Roboter. Ist das dein Ernst? Nein. Ich kann mich doch nicht von einem Roboter ersetzen lassen. Oder? Wieso nicht? Lass mich überlegen. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ist gut. Die Kleriker machen sowas doch dauernd. Wieso wir nicht? Den ganzen Tag herumliegen und einen Roboter seine Arbeit machen lassen? Klingt eigentlich sehr gut. Irgendeine Idee, wie wir das anstellen wollen? Ich meine natürlich nur, wenn du mir helfen willst. Ich wüsste da was. Handwerk 10. Mist. Shit. Nein, hast du eine Idee? Ich denke, wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir die Hilfe von Elmer. Aber vorher brauchen wir das KI-Modul einer Drohne, das Elmer für uns umprogrammieren kann. Wenn du mir dabei helfen willst, bekommst du natürlich auch was von mir. Wie wär's mit 10% meines Lohns? Ich muss schließlich nicht mehr selber arbeiten danach. Ja, okay. Ich werde ein KI-Modul für dich finden. Ich habe nicht weit von hier eine Drohne gesehen. Sie sah aus, als hätte sie jemand dort zurückgelassen. Oh. Hat vermutlich keine Befehle mehr oder ist kaputt. Auf jeden Fall hat sie sich nicht bewegt. Ich gebe dir die Koordinaten. Geh zu ihr und bring ihr KI-Modul her. Dann sehen wir weiter. Oh, vielleicht ist es ja auch meins. Naja. Ist die Drohne so weit weg, dass du mir die Koordinaten geben musst? Also, eigentlich nicht. Ich kann dir den Weg auch beschreiben, wenn du willst. Siehst du den Leuchtturm da hinten? Wenn du von hier aus geradeaus auf ihn zugehst, stößt du schnell auf eine Felswand. Wenn du davor stehst und dich nach rechts drehst, müsstest du in einen Canyon schauen. In diesem Canyon habe ich die Drohne gesehen. Was gibt es hier im Fort zu sehen? Das Fort ist in 4 Bezirke unterteilt. Es gibt das Vergnügungsviertel, das wird von Chloe geleitet. Das Schrottviertel wird von Mad Bob überwacht. Geht ihm besser aus dem Weg, der spinnt irgendwie. Das Kämpferviertel gehört zu Blake oder war es Big Jim? Bin mir nicht mehr sicher. Und zuletzt das Händlerviertel, das geleitet wird von, habe ich auch vergessen. Ja, ist auch egal. Die Bosse hier wechseln teilweise schneller als ich meine Unterhose. Die einzige Konstante ist der Duke. Der steht über allem.
Da ist der Leuchtturm übrigens. Ja, gut. Ja, ja. Schauen wir mal, was wir mit dem Raptor machen. Interessant, nicht? Da waren wir ja schon. Das Vergnügungswert. Naja. Die Cronies sind ja noch nie erwachsen geworden. Ich saß gestern Nacht 3 Stunden auf der Schüssel. Wieso das denn? Hab zu viel von der Pampe in mich reingestopft, die Chloe ausgibt. Verdammt! Ich habe auch davon gegessen. Tja, dann mach dich mal bereit, die Keramik zu sprengen. Oh, ich vertrete mir besser mal die Beine. 3 Stunden auf der Schüssel. Die Gespräche sind hier auf jeden Fall Gold wert. Ich muss nicht mehr aufschreiben. Die sind so mächtig, ey. Ja, ja. Das Chloe übrigens. Pass das nächste Mal etwas besser auf, klar? Wenn hier noch jemand rausspaziert, ohne zu bezahlen, dann ziehe ich dir das von deinem Lohn ab. Oder ich schicke dich zu Mad Bob. Ich hab die Scheiße so satt. Ja. Was kann ich gegen dich tun? Was kann ich gegen dich tun? Ich gehe auch gleich wieder. Gibt es ein Problem? Kein Problem. Wenn du etwas kaufen willst, komm zu mir. Bei allem anderen, sprich mit Chloe. Was habt ihr anzubieten? Alles, was deine Sinne benebelt. Alkohol, Stims, nur kein Elex. Der Trip von dem Zeug ist echt scheiße. Sag mal, was du anzubieten hast. Was kann ich gegen dich tun? Wieso wurde ich auch noch nie begrüßt? Na, da brauche ich nichts. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst. Es tut mir leid. Das ist einfach wieder. Wenn dir der Sand der Scheißwüste in der Kehle kratzt und du was trinken willst, sprich mit meinem Barkeeper. Wenn du anschreiben lassen willst, vergiss es. Und wenn du frei vögeln willst, dann such dir einen Schakal. Hab ich was vergessen? Wenn du frei vögeln möchtest, dann such dir einen Schakal. Eigentlich müsste ich eigentlich da ein Outlaw werden. Das gefällt mir eigentlich recht gut, nicht mal. Genervt? Kannst du dich für eine Ausnahme... Kannst du für mich nicht eine Ausnahme machen? Tja. Genervt? Ja. Die eine Hälfte der Leute hier im Fort sind Aasgeier. Und die andere Hälfte sind Halsabschneider. Dazwischen ich. Hier über die Runden zu kommen ist nicht leicht. Also, was willst du? Ja, bring mir was bei. Ich brauche Arbeit. Bist du hier der Boss? Bist du hier der Boss? Früher war es Baxter. Jetzt ist es der Duke. Mir gehört nur das Vergnügungsviertel. Wenn du also Spaß in dieser trostlosen Wüste suchst, dann bist du hier genau richtig. Aber denk bloß nicht daran, hier die Zeche zu prellen. Mad Bob ist ein guter Freund von mir. Wenn du hier Scheiße baust, dann hetze ich ihn dir auf den Hals. Och, Mann. Oh, Mann. Dir gehört das Vergnügungsviertel? Hörst du mir nicht zu? Ja, mir gehört das Vergnügungsviertel. Die Bar, das Freudenhaus und alles andere, was hier in der Scheißwüste Spaß macht. Jetzt verstanden? Sure, aber... Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Was ist denn das für eine Frage? Okay. Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Wir mögen es hier. Auch wenn ich von der Hitze und dem ganzen verschissenen Sand echt die Schnauze voll hab. Kein gesunder Mensch will hier leben. Das bedeutet aber auch, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir wollen die alte Welt gar nicht zurück, mit all ihren Regeln und Gesetzen. Ich brauche Arbeit. Vergiss es. Ich könnte zwar noch ein paar Schläger gebrauchen, aber ich habe momentan nicht die Splitter dafür. Wenn du dir etwas dazu verdienen möchtest, dann geh zu William. Er ist der momentane Vorsteher über das Fort. Bei ihm hast du vielleicht Glück. Es ist nicht so einfach, Arbeit zu finden in dieser verdammten Wüste. Okay. Bring mir etwas bei. Na gut. Arbeitssuche. Okay. Ja, da habe ich auch meinen Punkt gesetzt, aber das kommt ja, ja das ist später wieder. Arbeitssuche, was ist denn das jetzt für ein... Ich bin dann mal weg. Für eine Sache, so. Dude. Ich habe Chloe gefragt. Sie sagt, dass ich kein Geld noch Arbeitskraft habe. Wenn ich Arbeit suche, soll ich zu William gehen. Das zu erzählen. Früher oder später musste das ja passieren. Ja, bin ja sowieso hingegangen. Tschüss. Tschüss, ja, tschüss. Mach's gut. Jetzt sieht einfach da. Okay. Ja, mach weiter, ne? Was? Viel Spaß dabei. Meine Fresse. Oh. Hol ich da. Darf ich da rein? Wegen den Schildern? Wieso hat er das getan?
Echt jetzt? Gott. What the hell? Aber ich habe jetzt hier eine Truhe gesehen. Oh. Rezept. Knochenmarkbrühe. Eine Handgranate, die darf ich mitnehmen, oder? Hübsch, Schatz ist hier. Hübsch. Ich komme später mal wieder, aber... Wow. Denkst du das wirklich? Wurde mit, dass ich hier rein darf, ne? Erstmal Pause machen. Aber okay. Wenn das alles ist. Er meint, soll er machen. Ace. Das ist doch nicht dein Ernst. Adler. Manche haben halt Namen, ne? Junge, irgendwas ist komisch an dir. Hast du zu viel von Doc Stims in dich reingepumpt oder so? Das ist eine lange Geschichte, ja. Was interessiert es dich, wie ich aussehe? Was interessiert es dich, wie ich aussehe? Ja, ich war nur neugierig. Ich meine, du bist jetzt kein abgerissener Penner wie die meisten hier. Ne? Ja, es war einfach nur eine Frage, nichts Persönliches. Weißt du, normalerweise würde ich die Gelegenheit nutzen und dich zu einem kleinen Spielchen überreden. Aber ohne meinen Bruder wird das leider nichts. Was ist denn mit deinem... Was hat dein Bruder damit zu tun? Was hat dein Bruder damit zu tun? Er bringt mir Glück. Darum brauche ich ihn. Wenn er dabei ist, verliere ich nie. Weil er bescheißt. Wie kommst du über die Runden? Ich gehöre den Läufern an. Das heißt, ich überbringe meistens Botschaften von einem Ort zum anderen. Ungefährlich ist das nicht gerade. Aber ich habe ein System entwickelt, das meine Überlebenschancen steigert. Ich spiele meist mit den anderen Läufern, wer von uns laufen muss. Und dabei schneide ich normalerweise gut bei ab. So, ich muss los. Aha. Er meint, soll er machen. Überall Blut im Boden. Das ist ein Vergnügungsviertel. So macht man das. Nicht wahr? Oh, holy Bock, jetzt, du. Einen habe ich noch nicht interviewt. Wo ist denn der? Nicht hier. Mad Bob, den wollte ich eigentlich mal haben. Der müsste irgendwo hier sitzen, glaube ich. Glaube ich. Ich gehe einfach immer drüber, weißt du? Da oben sitzt er, glaube ich. So, da ist er. So. Den wollte ich auch mal... Oh, eine Ratte. Oh, eine Süße. Ganz schüchtern. Da, da. Der Mad Bob. Hey. Weißt du, wer ich bin? Nein, natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Also frage ich mich, wo ist das beschissene Schild, auf dem steht, hey, quatsch mal diesen Typen an. Da hinten. Ah, ein Komiker. Die habe ich immer gern zu Gast. Wo war noch mal der letzte Vogel, der sich einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat? Ach ja, ich habe ihn in ein Fleischkorsett gesteckt und in der Arena vor unseren Hunden tanzen lassen. Ah. Wir haben uns köstlich amüsiert. Oh ja, natürlich. Das Geschrei und Gezappel. Schade, dass du es verpasst hast. Ja, sehr. Trotz alledem bleibt die Frage offen, was du hier im Fort willst. Wenn man mich fragen würde, und die meisten sind klug genug, das nicht zu tun, wäre meine Antwort, dass du ein Niemand bist. Und als Niemand willst du sicher, wie wir alle, einen Platz an der Brust vom Duke haben. Nur um dich festzusaugen wie eine Zecke, um den letzten Tropfen Milch aus ihm herauszupressen. Und glaub mir, es ist gute Milch, die er uns zu trinken gibt. Jetzt hör halt auf damit. Ist ja gut. Was tust du hier? Weißt du, Bomben bauen ist eine große Kunst. Und wie jeder Künstler brauchst du das richtige Werkzeug. Der Maler braucht einen Pinsel, der Stein mit seinen Meißel. Wir aber brauchen das Metall. Also kratzen meine Jungs alles zusammen, was sie auftreiben können. Unseren Bombenbastlern soll ja nicht das Futter ausgehen. Darum sorge ich dafür, dass es pünktlich zur Stelle ist. Nicht schlecht, ne?
Woher bekommt ihr das Metall? Die Ruinen der alten Welt sind unsere Fundgrube. Ich entsende meine Ratten dorthin und lasse sie mit ein paar Granaten jonglieren. Sehr effektiv, wenn man ein paar Viecher aufschrecken will, um an den rostigen Schatz zu kommen. Ratten? Meinst du deine Männer? Ratten, Männer. Was macht das schon für einen Unterschied? Ja, hast du Arbeit für mich? Du lässt also die anderen deine Drecksarbeit machen. Naja, hast du Arbeit für mich? Hast du auch Arbeit für mich? Deine Taschen müssen verdammt leer sein, wenn du mich um Arbeit bittest. Die meisten meiden mein kleines Theater. Dabei biete ich meinen Leuten eine gute Show, wenn einer von ihnen versagt hat. Wenn du also nicht ziellos wie eine räudige Töle in den Gassen betteln willst, hör mir gut zu. Ich biete dir an, unsere neu gewonnene Freundschaft zu festigen. Dafür musst du mir lediglich ein paar Gefallen erweisen. Gefallen für den Müllbaron. Ach ja, sehr schön. Jetzt weiß ich den Titel dieser Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen. Hä? In Folge 80 geht's wieder weiter. Bye.